Ja, hallo und willkommen meine Star Wars Freunde zu einem neuen Vorstellung, eine neue Vorstellung zu dem Star Wars Sammelband von Panini. Wir haben hier Band 3 und hier in diesem Band geht es um Darth Vader und das geistige Gefängnis. Eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich habe es innerhalb von 2 Stunden durchgelesen, das ganze Buch, weil so packend war es. Und die andere Geschichte ist auf verlorenem Posten. In der Geschichte wird erzählt, wie Darth Vader die Explosion des Todessterns, also des ersten Todessterns, halt ja verkraftet hat, überlebt hat und wohin er getrieben wurde. Weil es gibt ja immer ein bisschen ein paar Geschichte zwischen Episode 4 und Episode 5. Also eine neue Hoffnung und das Imperium schlägt zurück. So, bei den ganzen Star Wars-Filmen muss man den Überblick behalten. Also, hier haben wir Darth Vader und das Geistergefängnis. Das ist Band 3. Hinten ein sehr, sehr cooles Bild. Sieht sehr, sehr nice aus. Und ja, wie gesagt, in dieser Geschichte, das Geistergefängnis, geht es darum, dass auf dem Imperator ein Attentat verübt wurde. Sehr, sehr cool erzählt. Ich will natürlich nicht so viel spoilern. Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Auch der Zeichenstil ist sehr interessant. Wie gesagt, hier haben wir die Akademie, dort ist der Imperator mit Darth Vader. Sehr, sehr cool. Und ja, die ganze Geschichte fesselt einen von vorn bis hinten. Man lernt halt neue Rollen kennen. Man sieht Darth Vader hier unten natürlich. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr cool gezeichnet und die Geschichte ist auch sehr packend. Und aber ich will natürlich nicht zu so viel verraten für die Leute. Allein schon hier dieses Bild. Pff, sehr, sehr nice. Und was mir bei dieser Geschichte noch ganz besonders gefällt, oder allgemein bei den Sammelband, sie stehen nicht in Konflikt mit den Kanon. Also sie stehen nicht in Konflikt mit den Filmen, die bis jetzt rausgekommen sind. Was auch sehr auffällt, ist, dass der Zeichenstil, also man kann deutlich erkennen, dass das Hayden Christensen als Anakin Skywalker und Ian McGregor als Obi-Wan ist. Also der Zeichenstil ist sehr, sehr nah dran an den Filmen. Und wie gesagt, sie stehen auch nicht im Konflikt. Hier haben wir noch Mace Windu. Auch sehr, sehr cool. Samuel L. Jackson, Yoda ja natürlich sowieso. Und ja, hier in der kurzen Sequenz erfahren wir halt, dass Vader in den Jedi-Tempel wieder zurückgeht. Und total cool. Gefällt mir sehr gut. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, die andere Geschichte ist. Moment, die andere Geschichte ist halt, wie Darth Vader auf verlorenem Posten. Das spielt nach der Schlacht von Jawin. Man kann es erkennen, hier oben ganz kurz danach, also wie der Todesstern halt explodiert und er versucht halt wieder Kontakt zum Imperium aufzunehmen. Die andere Geschichte, das Geistergefängnis, spielt kurz nach die Rache der Sith. Also das ist kurz danach. Und ja, fängt auf Coruscant an. Sehr, sehr cool. Und ja, wir haben ja auch eine neue Rolle. Groß Moff Trachta. Wie gesagt, ich war noch nie so ein Comic-Fan oder Comic-Fan schon, aber ich habe nie so Comics so besorgt. Aber diese Bände sind natürlich sehr empfehlenswert. Und leider ist der Preis von 12,99 ja doch ziemlich hoch. Aber wenn man diesen Zeichenstil sieht, das ist einfach Wahnsinn. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, zeigt in dieser Geschichte, das Geistergefängnis ist nochmal genau zu sehen, wie Darth Vader eigentlich tickt, also wie böse er eigentlich ist, wohin er auf verlorenem Posten merkt, dass er doch noch Gutes in ihm ist. Also an 2, 3 Stellen merkt man das und das finde ich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, die beste Geschichte ist halt Darth Vader und das Geistergefängnis mit dem Anschlag auf dem Imperator. Sehr cool, hier können wir sehen. Hilfe. Bla bla bla. Und ja, wie gesagt, ich will natürlich nicht so viel spoilern. Kauft euch dieses Buch. Kauft euch am besten auch die davor, Band 2 und 1. Und na gut, Band 2 ist ja eigentlich nur die Geschichte von Eine neue Hoffnung. Liest sich auch sehr gut. Der Zeichenstil ist auch angemessen. Aber wie gesagt, die Geschichte von Darth Vader und das Geistergefängnis ist sehr, sehr interessant und gezeichnet ist es auch sehr, sehr gut. Bleibt eigentlich nichts mehr zu erzählen, bis auf das jetzt die nächsten Bände Nebengeschichten sind, bis wieder das Imperium schlägt zurück. Also da kommt man dann halt
wieder mit zurück zu dem eigentlichen Geschichte, die wir alle kennen aus dem Film. Hier haben wir noch Zusatzinfos. Wir haben hier Lego, die macht es stark gegen den kleinen Stein. Dort wird so ein bisschen die Geschichte angeschnitten von den Lego-Steinen. Und ja, jeder, der Lego Star Wars halt sammelt, der weiß, wie teuer diese Figuren sind. Allein dieser Sternenzerstörer mit über 3000 Teilen teilweise sind mehrere tausend Euro wert. Ich glaube, das steht hier sogar drinne. Müssen wir mal kurz gucken. Irgendwo stand das drinne. Nee, aber hier stehen die Teile drin. Also 3803 Teile. Und ja, genau, die Preise stehen nicht drin, aber die Teile halt. Und ja, die Preise natürlich gehen da ziemlich hoch. Also das wird so bei 2.000, 3.000 Euro sind schon einige Lego-Modelle angelangt. Und ja, ist natürlich keine Wertanlage und steigen natürlich auch mit dem Wert. Ja, hier kann man nochmal den Zeichenstil sehen von... wie heißt die Geschichte nochmal? Die vergesse ich immer, weil die nie so... Auf verlorenen Posten, so. Genau. Und ja, da kann man natürlich sehen, dass der Zeichenstil etwas gröber ist. Und ja, Geschichte ist sehr interessant. Aber jetzt nicht so weltbewegend. Da hätte ich mir mehr erwartet mit der Geschichte, wo Darth Vader halt nach der Explosion gelandet ist. Man kann ja natürlich auch sehen, das ist die Geschichte auf verlorenen Posten. Man kann sehen, wie dick die Geschichte ist. Und das ist die Geschichte von Darth Vader und das Geistergefängnis. Also sehr, sehr viel mehr Seiten. Und es liest sich auch flüssig. Es ist nicht so, dass es stockt oder dass zu viele Schnitte hin und her sind oder zu viel Nebengeschichten. Wenn man hier so sieht, das sind so die ganzen Erklärungen, die es dazu gibt, wo noch keine Dialoge stattfinden in den Comics. Das finde ich immer ja, ein bisschen ermüdend zu lesen, weil ich mir die Dialoge besser finde halt, wie bei diesen Dings hier, bei diesen Ausschnitten. Hier sieht man ja wieder mit dem Machtblitz hier und total cool, die ganzen Bilder. Darth Vader ist hier super badass. Also sehr, sehr geil. Und wie gesagt, Leute, holt euch das Buch. Einfach cool. Schon allein hier dieser ganze Zeichenstil. Das sieht richtig düster aus und halt so wie es ist. Hier oben sehen wir dann Obi-Wan mit Yoda reden und ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, wie gesagt, holt euch das Buch. Es ist sehr, sehr geil gezeichnet und gefällt mir sehr, sehr gut. Es gehört zu der Legends-Reihe. Das sind so die Geschichten, die nicht ganz ja, verteufelt werden, sagen wir mal, die nicht ganz rausgeflogen sind. Also das sind so die Geschichten. Wie gesagt, die stehen auch nicht im Konflikt mit den Kanon. Also das könnte locker ein eigener Film sein, was ich sehr, sehr cool finden würde. Und von Star Wars-Filmen kann man ja sowieso nie genug bekommen. Ja, Leute, das soll es von mir gewesen sein. Das war die Review zu dem Band 3 der Star Wars Legends-Reihe von Panini. Wir sehen uns wieder. Haut rein!